So, wir müssten jetzt gleich am Treffpunkt ankommen, an der berühmten Tankstelle. Die ist nämlich da vorne, gleich rechts. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie spät war, aber ich schätze mal so 11:45. Bin mal gespannt, ob überhaupt schon jemand da ist. Bin gespannt, ob überhaupt jemand kommt. Man weiß es nicht. Aber wir werden sehen. So Leute, es geht los. Schaut euch das mal an hier. Wir sind, glaube ich, 26 Bikes. Leute. Ich flipp aus. Und jetzt geht's einfach los. Wetter nicht so geil, dafür aber trocken und nicht so kalt. Und es sind trotzdem wieder 26 Bikes da. Unfassbar. Die 360 Grad Kamera nimmt auf. Ihr könnt nach hinten gucken. Es ist einfach krass, was das schon wieder für eine Kolonne ist. Einfach nur wegen dem Scheiß, den ich hier mache. Oh Mann, ich krieg schon wieder die Schweißperlen auf die Stirn, ey. Das heißt wieder, mega aufpassen. Mega langsam fahren. Sogar irgendwie so ein Roller ist dabei. Muss ich gleich mal schauen. Ja. Was das für ein Ding ist. Aber der hat auch ein großes Nummernschild. Überwiegend Harley. Indien. Dann haben wir, ich glaube, da war sogar eine Yamaha Dragster war dabei. Eine Intruder ist dabei. Eine Kawasaki Eliminator ist dabei. Die kennt ihr ja. Ich glaube, das ist die berühmteste Eliminator in Deutschland, würde ich sagen. Die KTM ist dabei. Einer in Vollmontur gekleidet. Finde ich geil. Ich glaube, der denkt sich jetzt auch, ich bin hier auf dem falschen Planeten, aber geil, dass du gekommen bist. Ich denke mal gleich, wenn wir an unserem Spot sind, also wo wir ein bisschen Pause machen, hoffe ich, komme vielleicht mal ins Gespräch rein. Das ist schon krass, ey. Das sind, so, sind dann auch Eindrücke. Aber den einen oder anderen, also die meisten von euch, die ja mitfahren, die kenne ich ja mittlerweile schon. Es sind keine Fremden mehr. Es kommen halt immer neue Gesichter hinzu, was total geil ist. Eben Jacke ein bisschen zuschnüren. Ja. Okay. Und krass einfach nur schon wieder, ey. Was ist hier los, ey? Das ist wieder eine Schlange hinter mir. Und ich fahre nur 70, Leute. Ich will keinen verlieren. Bin gespannt, wie es auf der Strecke abläuft. Ob wir Blocker brauchen. Das hat aber beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert. Der ein oder andere, der erkennt das. Was ich total geil finde. Einfach krass. Womit habe ich so viel Liebe verdient? Ich weiß das manchmal nicht. Ich hoffe, die Kamera nimmt alles auf. Ich hatte gerade schon wieder Probleme mit der GoPro. Weißt du, ich gehe zu den Jungs hin, jo, lasst uns fertig machen, lasst uns losfahren und dann schmiert die scheiß Kamera ab. Ist echt nicht normal. So, jetzt kommt quasi schon die erste kleine Hürde. Aber hier geht es eigentlich noch, hier ist es noch relativ human. Es wird eine Schleichertour, aber es ist egal. Ich hoffe, es wird für euch, die mitfahren und für euch, die zugucken, eine geile Tour.
Und für mich natürlich auch. Ich kenne die Strecke. Gott sei Dank fahren wir nicht schnell wegen meiner Hand, wegen meinen Finger. Gelenkkapselriss hier im Ringfinger, rechte Hand. Wäre es jetzt links mit Schalten, ich glaube, dann hätte ich echt Probleme, muss ich sagen. Aber hier geht's. Aktuell. Gut. Finger wurde getaped. Schmerztabletten sind drin. Ich denke mal, für 1,5 Stunden kann man das gut aushalten. Boah, wenn ich nach hinten gucke, Leute. Ihr seht das in der 360-Grad-Kamera. Es ist einfach krass. Einfach Leute, die ich durch meinen YouTube-Kanal und meinen Insta, aber ich glaube überwiegend durch meinen YouTube-Kanal, zu so einer Tour einfach zusammenbringen konnte. Geil. Ich finde es einfach geil. Ich war so aufgeregt wieder heute Morgen, ne? Und der Christian am Zeltplatz, der hat das schon gemerkt. Für mich ist das immer, ich finde das geil. Und gerade so, das ist so ein bisschen auch was so zurückzugeben, so eine Art. Und einfach gemeinsam so zu fahren. Und ihr guckt ja so meine Videos und vielleicht habt ihr dann so ein bisschen, so hier rechts abbiegen, so eine Möglichkeit, so einen kleinen YouTube-Würm wie mich dann so kennenzulernen, mit mir zu fahren. Und so, jetzt müssen wir erstmal schauen. Ah, das passt gut. Und so. Gut, hier kommen wir dann alle zusammen. Passt eigentlich ganz gut. Aber so, weil so kommt die ganze Community ab und zu mal zusammen. Einfach nur geil. Und alle sind menschlich auf dem gleichen Level. Das ist das, was ich so richtig, richtig geil finde. Unterschiedlichste Altersgruppen. Und es, ne, es gibt ja die unterschiedlichsten Menschen. Aber was das hier betrifft, sind wir alle auf ein gleiches Niveau. So kann man das eigentlich aussprechen. Und das finde ich so geil dran. Ich kann zu jedem Einzelnen hingehen und mit jedem versteht man sich. Es ist einfach nur krass. Das ist einfach nur krass. Und das ist ja jetzt schon, ich weiß gar nicht mal, 1, 2, 3. Das ist mein 4. Whiteout schon, Leute. Mein 4. Rideout, der durch diesen Kanal hier zustande gekommen ist. Einfach nur, weil ich da Bock drauf habe, mit euch zu fahren. Ich finde es ja sowieso schon krass. Da ist hier, Patrick kommt aus Wilhelmshaven, bringt sein Zelt mit. Der Christian kommt schon zum dritten Mal aus Leipzig hier runtergebrettert. Und Leute, Pfingsten fahre ich zum Christian, Pfingsten fahre ich nach Osten. Und wenn das Wetter gut ist, mache ich Pfingstsamstag halt am Kyffhäuser. Dann treffe ich mich zum Beispiel noch mit einem Gixer-Pad. Mal gucken, wer noch da aus der Ecke kommt. Und Pfingstsonntag sind wir bei den sächsischen Tourenfahrern und Motorradclub, die dort immer so ein bisschen Party machen. Na, ein bisschen ist gut, sondern Großparty. Und für die, die vielleicht irgendwo aus dem Osten kommen, die hätten dann mal die Chance, ja, mich am Kyffhäuser zu treffen oder halt in der Ecke von Leipzig. Jetzt fahre ich ganz langsam, aber hier ist sowieso nur 50. Perfekt. Und was sage ich dir aus Leipzig mit seinem Anlasser? Macht direkt den Blocker. Das darf doch nicht wahr sein. Weißt du, die sind Maschinen, die haben 10-mal mehr PS. Und er macht den Blocker. Aber das können wir auch nur machen, wenn der Road Captain vorne so weit vorausschauend fährt oder so weit human fährt, dass auch derjenige wieder in seine Reihe zurück kann. Sonst klappt das nicht. Und ich glaube, dass ich die Sache ganz gut mache. Wenn ich jetzt an letztes Jahr, also an den Herbst Rideout von letztes Jahr denke, 36 Bikes, das waren 10 Bikes mehr als heute. Leute, ich war anfangs echt überfordert, aber dass das so gut geklappt hat, letztes Jahr schon, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt ist einfach nur geil. Ich habe es als Kind schon geliebt, wenn ich das gesehen habe. Und heute sitze ich hier selber. Und vor allen Dingen heute veranstalte ich selber solche Fahrten. Also
Das hätte ich mir auch niemals gedacht. Und die Breakout, die rote, die auch schon mal dabei war, ist auch wieder da. Was ein richtig geiles Geschoss, ehrlich. Ich finde sowas von geil. Und ich glaube beim nächsten Ride-Out oder beim übernächsten, ich muss das mal irgendwie so organisieren, dass ich mal nicht der Road-Captain bin, sondern vielleicht hat ja einer von euch da draußen Bock, mir die Arbeit vielleicht abzunehmen oder sich die mit mir zu teilen, muss ja nicht die ganze Strecke sein, sondern vielleicht nur die Hälfte, dass ich bei den Leuten, die mit mir fahren, so wie wir hier zusammenkommen, auch mal in der Mitte vom Pulk mitfahren kann. Das wäre auch mal für mich natürlich dann mal so eine Kirsche obendrauf. Aber so wie es jetzt läuft, also ach, das ist einfach nur göttlich wieder. Auch das mit den Blocken klappt schon wieder richtig gut. Einfach nur geil. Guckt euch das mal an, Leute. Guckt euch das mal an. Weißt du, was noch viel geiler wäre? Wenn du eine Drohne hättest, die dich ganz oben verfolgt. Oh, das wäre so richtig geil. Gucken, wenn alle da sind. Oh, sieht gut aus. Oh, geil. Oh. Hey, die waren eben zu weit hin. Willst du da selbst fahren? Ja. Aber es ist gut, dass auch andere aufpassen. Ja, du musst blocken. Ja. Und immer 100% alles sehe ich hier auch nicht. Ja. Das ist halt, wenn du einmal zu viel Gas gibst und ich habe schon nicht einmal Gas gegeben, dann kann das schnell passieren, dass welche mal zu weit weg sind. Aber wie gesagt, ich finde es geil, dass auch der eine oder andere mit drauf achtet und guckt und sagt, jo, mach mal 5 km weniger und gut ist. Was machen die hier? Wanderung. Ja, wir machen auch eine Wanderung. Nur mit unseren schönen Motörchen. Grüße gehen auf jeden Fall raus an einen Kumpel von mir, der eigentlich auch heute dabei sein wollte, aber es leider nicht schafft. Aus gesundheitlichen Gründen. Und ja, wie sagen die neumodischen Menschen, die sagen, Küsse gehen raus. Komm, auf so was Schwules lasse ich mich nicht eben ab. Aber du weißt, was ich meine, wenn du das hier siehst. Dein Bruder ist ja dabei, wenigstens einer. Und ach komm, 2 km/h war ich zu schnell. Es ist halt einfach auch jemand aus meiner Zeit, aus meiner aktiven Zeit, aus der MC-Szene dabei. Dass das auch da so ein bisschen mit hinüberläuft, finde ich einfach nur geil. Dass ich auch nicht der Einzige bin mit diesen Erfahrungen und diesem Lebensstil. Und dass auch da der ein oder andere dabei ist, der den Kram hier guckt, den ich mache. Das ist für mich sowieso unvorstellbar irgendwie, ne? Aber es trägt hier alles Früchte von dem Scheiß, den ich hier mache. Oh Leute, die Sonne kommt raus. Es wird langsam ein bisschen wärmer. Geil. Und wie die alle gucken. We'll be right back.
genau jetzt gleich. Fahren wir Richtung Kapellen. Meine Heimat sozusagen irgendwie. Wenn ich einen schönen Teil meiner Kindheit, ja, und den habe ich auch gehabt, auch in meiner schlechten Kindheit, dann ist es in Gelnern-Kapellen bei meinen Großeltern. Und deswegen fahre ich da auch so gern durch. Jetzt mal so by the way, so mal am Rande. So. Also, dass ich durch gewisse Ortschaften fahre oder gewisse Streckenabschnitte fahre, hat schon so seine Gründe, weil es einfach so ein bisschen auch Bedeutung für mich hat. Und nicht nur mit euch und mit den Leuten, die jetzt hier hinter mir fahren, sondern auch alleine fahre ich halt sehr oft diese Teilstrecken, sage ich mal. So, jetzt geht das erste Mal abbiegen los. Nach knapp 15 Kilometern. Die haben wir aber gut gemeistert, muss ich sagen. Perfekt. Leute, ist das geil. Ist das geil. Ist das geil. Ohne Witz, ich will irgendwann auch mal hinten fahren oder in der Mitte fahren. Und genau das alles mitbekommen, das Geile, was die Leute hinter mir mitkriegen. Ich meine, ich kenne das Gefühl und ich weiß, wie das alles ist. Aber ich glaube, es ist ein anderes Gefühl, wenn du da fährst mit dem Wissen, dass sie deinetwegen da sind. Das ist schon krass, ey. Meine Fresse. Und was ich vorhin auch erfahren habe, durch Zufall, hier ist ja einer, der ist, glaube ich, gerade sogar hinter mir, nicht rechts, der Roller, der Orangene, sondern der links mit der Indien, den kenne ich ja auch schon ein bisschen länger, der guckt ja auch schon länger meine Sachen und ist auch nicht zum ersten Mal dabei. Es gibt ja Harley Owner Group und es gibt ja Indian Owner Group. Und ein alter Bekannter von meinem Vater, den ich auch schon kenne, wo ich noch verdammt klein war und auch heute noch guten Kontakt zu ihm habe, und am Montag sogar mit ihm sogar auf Tour fahre. Die beiden sind zusammen in den Owner Group und die kennen sich. Habe ich heute mal so erfahren. Da siehst du erstmal, wie klein die Welt ist. Der eine ist quasi ein Freund meines Vaters. Und ich kenne ihn, da war ich wirklich, verdammt klein. Und der andere ist... Ja, wie soll man es jetzt blöd sagen? Ein Fan von mir, so. Ne? Also, das jetzt mal so blöd ausgesprochen, aber ich weiß nicht, wie man sagen soll. Hier war ich als Kind auch schon essen. Und mal so eine kleine Geschichte nebenbei, neben Rideout. Ich war mit meinen Großeltern hier und die Besitzer von dem Restaurant oder Café oder wie man das auch nennen mag, hatten auch Kinder. Dementsprechend war natürlich auch Spielzeug, Bobbycar und sowas. Und ich wollte auch mit so einem Bobbycar fahren, das Ding war kaputt. Und dann haben die Kinder und Besitzer so ausgegangen, als hätte ich das kaputt gemacht. Da weiß ich noch, dass mein Opa dann richtig sauer geworden ist und gesagt hat, hör mal, für die Scheiße, weil ihr uns hier so kacke behandelt, da bezahlen wir nicht, wir fahren jetzt weg. Da sind wir auf unsere Fahrräder gegangen und sind weggefahren. Na, Bobbycar war es nicht. Nein, weil so klein war ich, bin schon Fahrrad gefahren. Aber irgendein Spielzeugteil, ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Ich glaube, so ein etwas größerer Trecker oder so. Da war ich aber schon, weiß ich nicht, 6, 7, 8 oder so. Und ja, das weiß ich noch. Das fällt mir jedes Mal ein, wenn ich hier lang fahre. Ist einfach nur geil. Ich kann nicht verstehen, dass die Grünen das nicht mögen. Kann ich gar nicht verstehen. Boah, stellt euch mal vor, wir treffen jetzt auf Klimaaktivisten, die sich vor uns auf die Straße kleben. Ja, dann bleiben die aber für immer da kleben. Jetzt fängt eine Strecke an, da könnte man schon mal gerne ein bisschen zügiger fahren, so. Allein in den Kurvenverlauf. Aber
manchmal sind die Kurven ja auch so uneinsichtig, dass es unvernünftig wäre. Und Punkt 2 natürlich die Leute hinter mir, ne? Müssen ja alle dranbleiben. Dadurch, dass wir jetzt einspurig fahren und nicht mehr versetzt links und rechts, wird die Schlange länger werden. Und zwar gefühlt, ich sag mal, ein Drittel länger. Und boah, seht ihr das in den Kurven? Ich finde das so schade, dass ich jetzt gerade in diesem Moment keine Augen hinten dabei habe. Da. Aufnehmt ihr da auch noch? Ach, geil. Perfekt. Perfekt. Meine Road-Captische Unterstützung ist wieder da. Hier müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Schön langsam, die Autos halten an da hinten, perfekt. Eine große Laterne da dran, der Stefan. Siehst du, er nimmt auch auf. So geht das. Geil. Ich brauche auch noch so eine Laterne, wie er die hat. Und der hat eine richtig geile Harley sich gekauft. Von einer 125er auf einer Harley. Alles richtig gemacht. Leute, das ist genau das, was ich im letzten Video gesagt habe. Gönnen. Man muss gönnen können. Und sowas gönne ich. Perfekt, ey, geil! Geil! Wie für uns gemacht!
Geil! Ey, wir haben einfach Glück! Top! So, wir werden uns jetzt hier erstmal einen Drink genehmigen und dann geht der zweite Teil der Strecke weiter. Hallo. Mahlzeit. Hallo YouTube. Hallo YouTube. Ja. Genau so. Also komische Vögel, die hier am Film sind. Hast du hier einen Blatt oben? So Leute, weiter geht die wilde Fahrt. Ich hoffe, alles ist bereit. So, weiter geht's. Teil 2 von unserem Rideout. Schön. 3 Stück haben sich abgeseilt. Die fahren von hier aus Richtung Aßen und von da aus dann zurück nach Moers wahrscheinlich oder von wo auch immer die jetzt hergekommen sind. Aber den Roller, den orangenen, den habe ich schon mal gesehen, irgendwo in Rheinberg. Rumfahren sehen, auf jeden Fall. So. Ah, schön, hier haben die auch den Rollsplit weggemacht. Hier waren nämlich letzte Tage noch so ein bisschen eine Gefahrenzone. Aber jetzt ist super. Ja, er gibt Gas. Der kennt die Strecke. Hundertprozentig. We'll be right back.
Sohn. Ah, geil! Der macht Video! Geil! Richtig geil, Kollege! Und für das Video hat er noch schön die 3-4 Kurven mitgenommen. Meine Score-Piloten, alle meine Score-Piloten, und die kennen das schon. Geil, alle vorbei, komm. So Leute, Ride Out ist Ende. Christian, Patrick und ich fahren zurück zum Campingplatz. Wir sind schon fast da und lassen jetzt noch den Nachmittagabend schön ausklinken. Also wir klinken uns aus, würde ich sagen. Mit Bierchen und Grill. War wieder ein super geiler Ride Out. Wir hatten super Glück mit dem Wetter. Es war einfach geil. Ich glaube, die Strecke war auch ein bisschen noch besser
Und zumindest habe ich keine Beschwerden gehört. Alle waren zufrieden. Ich finde das geil. Oh, was, ist einfach super, wenn man sowas schafft. Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann zufrieden jetzt gleich meine 10 Bierchen trinken oder so. Oder, ne? Und ja. Ja, ich bin sprachlos. Auf jeden Fall. Da vorne ist schon der Campingplatz, da seht ihr die ganzen Wohnwagen. Und ganz weit links als letztes haben wir einen kleinen abgetrennten Abteil sozusagen. Und da machen wir uns jetzt gemütlich. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und ich freue mich schon wieder, wenn der nächste Rideout ist. Vielleicht im Sommer, vielleicht im Spätsommer. Vielleicht mal zwischendurch auch mal was. Haut rein. Abonnieren, liken, kommentieren. Ihr kennt das Ganze. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein!